Leiche. Ah, da sind Tiere, ne? Ist das ein Kraut, was ich sammeln muss hier drüben? Ne, oder? Nur Gesundheit erneuern. Wer sieht mich denn jetzt schon wieder? Setzen darauf den ganzen Rock. Ich hab gehört. Hehe. Schied euch recht. So. Jetzt bin ich gleich da angekommen, wo ich hin wollte. Hier ist auch nochmal ein Cargo, aber ich. Frei ist es erstmal nicht. Der ist ganz schön verkohlt, aber ich bin eben mitgeflogen. Das war auch nicht schlecht. Jedenfalls sage ich mal allgute wie willkommen zurück zu Let's Play Mittel Erde Mordos Schatten. Heute im Programm: Wie schlachte ich Uruks ab? Nein. Willkommen zurück zu Let's Play Mittel Erde Mordos Schatten. 100% werden. Von schönen Unterstützung von Gamesmail.com. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut mal in die Videobeschreibung. Schick, schick, ein Umhang schnell eines Waldläufers. Sind richtig modebewusst, die Burschen. Die Ahel war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer. Warte kurz. Ich renne nämlich sonst in die Richtung falsch. Wir machen Widerstand. Werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Haha, too fast for you. Ich brauche etwas, das ich jagen kann. Es warten genug. Die Uruk-Höhlen? Ah. Das lesen wir uns auch noch durch, aber erstmal wollen wir hier den Widerstand spielen. Diese Menschen verweigern die Befehle ihrer Urkern. Rette sie, bevor sie hingerichtet werden. Gibt eine schöne Belohnung. Zusätzlich tötete drei Urks mit einem Angriff von oben. Oh, ein Hauptmann. Oh, mal gucken, ob ich das hinkriege dann. Wir schießen mal das da runter. Es wäre jetzt... Nein, der ist nicht resistent. Da ist der garstige, stinkende Waldläufer. Zeigt ihm, wie wir ihm zusetzen können. Aber er war auf jeden Fall anfällig dafür. Ich mache erstmal dich kaputt. Und dann... Au. Dann hau ich erstmal ab. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später dafür. Das ist die deutsche Stimme vom Pinguin, ne? Aus Batman Arkham. Das ist mir gerade aufgefallen. Das hätte man garantiert etwas subtiler machen können. Aber ich wollte erstmal den Hauptmann loswerden. Sammeln wir schnell die Hune ein, wenn ich dazu komme. Hey. Hallo. Voll in die Ecke gekesselt. Okay, ich hole mir eine Achterkombo, dann müsste ich die Möglichkeit haben. Schau ab.
Hau ab! Du zündest jetzt mal kein Leuchtfeuer an, Bursche. So, du bist der Einzige, der mich gerade sieht. Nein. Okay, die anderen sehen mich gerade alle nicht. Oh, ich habe keine Geschosse mehr. Kommt ja nicht hierher jetzt. Der stinkende Feigling ist weggerannt. Ich muss noch 3 von oben töten. Das ist mir noch nicht geglückt. Dabei teste ich dann mal aus, wie das ist mit dem Terrorisieren. Der Waldläufer ist ein noch größerer Feigling als eine Maus. So. Jetzt schauen wir mal, wie wir das angehen. Ich schwöre, dass ich etwas bei den Felsen gesehen habe. Es war keiner dieser Bleichholter. Es war eher wie eine Grauhaut. Gemeuchelt? Wovon? Das zählte. Das hört sich nicht gut an. So, bevor du Alarm schlägst, hau ich dich mal kaputt. Rinse and repeat. Ein Mörder ist unterwegs. So, das zählt und jetzt kümmern wir uns um die Sklaven. Ich will jetzt erstmal mir die Rune holen. Ich habe mich auch schon zu tun. Machen wir erstmal die Aufzehrung. Ich rieche etwas. Wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Aber jetzt schleichen wir uns wieder. So wie ich die losgewonnen bin. Scheiße, nein, ich wollte abhauen. Aber es ist mir nochmal geglückt. Hauen wir jetzt mal ab. Bevor ich mich dahin schleiche. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die Sklaven. Wie viele Feinde ein Schütze von dort oben erlegt. Habe ja genug Quatsch jetzt mal mit denen gemacht. Was eignet sich besser zum Foltern? So. Da hätten wir Nummer Uno. Ich
Hölle kannst du nicht besiegen, Tork. Oh, bist du ein Hauptmann? Müssen wir diese Farce noch einmal durchstehen? Nun gut, diesmal werde ich dich schnell töten. Ah, ich wusste es doch. Er flüchtet schon. Nein, du Fackelkopf. Jetzt bleibst du hier. Ah, ich kann nicht bei ihm aufsteigen. Oh, der schießt auch ab. Ich verhungere. Bring es hinter uns. Was? Was? Das ist auch ein Hauptmann. Na, wenigstens ist er auch noch nicht so resistent gegen alles von mir. Oh, den konnte ich mit der Bodenhinrichtung platt machen. Geh mal her. Die helfen mir auch nur, meine Runen zu verschenken. So. Aber ich will noch keine andere ausrüsten, solange ich nicht mindestens einen weiteren... Danke, Waldläufer. Unsere Freunde sind in der Nähe. Solange ich nicht was anderes freigeschaltet habe, will ich noch keinen weiteren Rundplatz freigeschaltet habe, will ich jetzt nicht upgraden oder verändern. Sag mal, Talion. Ich hab hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und wurde immer noch nicht befördert. Die Häuptlinge sind... Was war das für ein Leute? So, der Karagor. So, ich hätte mal Elfenbeinschützer sammeln können, ne? Geh mal wieder runter. Hätte mit. Da unten geht's ja richtig ab gerade. Ja, der ist hinkommen, das habe ich gemerkt. Jetzt wollen wir erstmal zu den anderen. Was sehe ich denn hier, was ich nutzen kann? Noch gar nichts. Erzähl uns doch von den Geräuschen, die du wieder und wieder hörst. Da komme ich so nicht rüber. Ich lasse mal den Karagor da unten aufräumen und helfe ihm. Ja, ein bisschen. Ach, ich hätte auch Schleichtötung so machen können. Dann hätte ich auch keinen Gemetzel gehabt, aber ich fand es auch so lustig. Also von daher. Na, Talion? Geh mal hier rüber. Bei der Gelegenheit kann ich hier noch was einsammeln. Was haben wir denn da Feines? Zerfledderte Botschaft. Karak Angren, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Sehr philosophisch. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir es schaffen. Da oben ein Uruk. Oh, der hat mich tatsächlich beinahe bemerkt. Aber so nett. Krieg ich dich auch mit dem Kopfschuss, Klein? Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Der will Alarm schlagen. Nein. Das lässt du schön bleiben. Es reicht jetzt mal langsam mit euch. Einer nach dem anderen will hier Leuchtfeuer aktivieren. Oder release the Kraken. Nächstes mit Leuchtfeuer. Ich hau jetzt erstmal ab. Kann ich das hier als Hilfe nehmen?
ist nur ein Kohlebecken. Okay, das kann ich nicht anderweitig nutzen. Nö, Feigling bin ich nicht. Ich hatte nur keine Lust auf euch. Weil sonst würdet ihr mein Let's Play unnötig strecken. Außerdem habe ich hier noch einen Karagor, der mir helfen kann. Talion? Warum glitzt du da rum? So, warte mal. Gibt es hier irgendwo Elbengeschosse zum Sammeln? Ich dachte, ich könnte hier so ein Kraut wieder losschneiden. Scheint aber unten zu sein. Egal. Wir gehen mal den Außenweg hier. Ach nein, ich entferne mich zu sehr von dem Aufgabengebiet, wenn ich da lang renne. Wo ist denn der letzte Sklave? Ah, Elbgeschoss habe ich. Spuren entdeckt. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Coole Kuh. Jetzt wieder an die Arbeit. Ich will dich nicht noch einmal nein sagen hören. Wir machen mal ein Terrorisieren hier. Zum Glück bist du hier. Und schneiden dich los. Hilf mir. Okay, Mission abgeschlossen. Aber ich muss mich, glaube ich, jetzt erstmal rauskippen. Nicht noch eine Latrine für diese Kreaturen errichten. Danke. Was haben wir denn für eine Fähigkeit freigeschaltet? Ah nein, wir können wieder eine freischalten, so rum. Oh! Kampfaufzehrung, das machen wir auch noch. Wollen wir das festnageln oder machen wir es für was anderes? Wir machen den sofortigen Todesstoß. Bei einer riesigen Ansammlung von Gegnern ist das wichtiger. Und die Gesundheit erhöhen wir jetzt auch mal. Wie wär's hiermit? Ja, einen neuen Runenplatz für mein Schwert. So lobe ich mir das. Waffen und Runen. Dann kann ich gleich noch eine nächste Rune reinsetzen. Was haben wir denn? Steht bei einer Klingenhageltötung. So und so viel Prozent des Fokus wieder her. Machen wir erstmal das mit der Bodenhinrichtung, weil das mache ich ja häufiger. Ach halt, warte mal. Ich habe für den Dolch auch noch eine neue Rune bekommen. Ja, okay, mehrere. Wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird, das passiert nicht so häufig bisher. Aha. Nee, lass mir auch erstmal so, wie es ist. So, du willst... Du willst um Hilfe rufen, ja? Okay. Und das wäre auch erstmal erledigt. Gibt's wieder Elbengeschosse, aber was ist das andere da? Was passiert eigentlich, wenn ich da drauf schieße? Das will ich mal schauen. Hast du einen guten Blick auf diese seltsame Kreatur erhascht, die dich umherschleicht? Passiert also nichts. Gut, hier ist auch noch was zum Einsammeln. Talion, glitzt du gerade? Und hopp. Jeder wissen, wie man's macht. Sie brauchen kein Schild, um sich dahinter zu verstecken. Die brauchen nur einen spitzen Speer und ein bisschen Kraft im Arm. Da unten ist es doch. Oh, diesmal hat er nichts gesagt, der Gute. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt.
Wieso kann der mich hier eigentlich sehen? Aber nur der Wind. Meine Klinge ausprobieren. Beim Kampf um die Sklaven geht es heiß zur Sache in Mittelerde, Mordors Schatten. Talion hat ein bisschen mit einer Übermacht zu kämpfen. Die einzelnen Hauptmänner bemerken leider auch meine gescheiterten Schleichangriffe. Aber immerhin haben wir genug Orks von oben getötet. Und jetzt heißt es erstmal, nimm die Beine in die Hand und hau ab. Wie dem auch sei, es ist uns also geglückt, die Sklaven zu befreien. Jetzt können wir uns endlich auf die nächste Hauptmission stürzen. Und was uns dort erwarten wird, das erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vergesst die Bewertung und Kommentar zu hinterlassen. Ich bin hier raus. Peace out!